Und noch ein Race. Gut, ja, was die Brücke, es ist hin. Und jetzt zu diesem Race. Roger, Panzer sind unterwegs. Wie, sind beide wieder aktiv? Naja, was ist denn hier los? Der Prophet will eine Rede halten. Eine Predigt, um genau zu sein. Bis jetzt nur die Standardliturgie der Allianz. Ich übersetze, wenn was Interessantes kommt. Tja, da kommt aber, Ein Skorpion! Damit ein Pelikan transportiert wird. Ja, ist der Pelikan nicht nett, einen Skorpion mit rumzuschleppen? Boah, ob das jetzt so ohne weiteres was wird, ich weiß ja nicht. Ich meine, ich hoffe es auch. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Waffe mal. Eigentlich nicht gerade meine erste Wahl, aber nee, was soll's. Chief, könnt alle diese Dinger töten? Das wäre einfach fantastisch. Ihr solltet eigentlich am besten noch nicht da drauf. Oder aber auch Zeit. Wieso hat das so lange gedauert? Willst du mich verarschen? Weil ihr so lange gebraucht habt, deswegen hat das so lange gedauert. Ich glaube, hat den erledigt, ne? Ja. Der ist auch schon Schrott, ne? Nun, zur Nummer Sicherheit einmal. Na gut, doch, der ist Schrott, der ist kaputt. Bische kaputt gemacht. Kann sich das mal einer ansehen? Bleibt ganz ruhig. Ja, die wurden ganz schön frech. Da gibt's nichts zum ruhig bleiben. Wenn die frech werden, werden sie frech, dann werden sie vernichtet. Ja, also die sind definitiv kaputt. Ach, Herr Jemini, ja komm, komm. Noch ein Feind! Nein! Oh, super. Na geht doch, geht doch. Mit dem Skorpion, da hauen wir mal unseren dicken Stachel raus und dann machen wir alles damit platt. Schauen wir einfach mal, was ist denn hier drin eigentlich überhaupt los? Ich meine, hier kommen ja, direkt ein Kontrollpunkt. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist auch da hinten. Okay, da ist nichts. Wir fahren mal einfach oben lang. Scheint mir irgendwie... Ich weiß nicht. Mit dem Panzer immer hoch hinaus scheint mir einfach die klügere Wahl zu sein. Ja, das ist jetzt natürlich toll. Deswegen sollte man eben nicht nach oben hinausfahren. Nach unten glotzen. In der Regelfall kein Thema. Nach oben glotzen, in der Regelfall kein Thema. Aber nach unten. Ja. Da hapert es aber. Hat doch. Hat doch alles gut funktioniert. Jemini. So, hinter uns, ne? Ja, jetzt muss ich wohl ein bisschen lauter spielen mit dem doch nicht ganz so leisen Wasserfall. Ja, was ist denn da schon wieder? Er ist weg. Und er ist weg. Ne. Aber auch nicht lernen. Ihr müsst alle auf einmal angreifen. Ich dachte jetzt schon, was ist denn da los? Der Gegner hat doch auch nicht mitgeschossen. Da. War das jetzt ein Treffer? Ich hoffe mal. Einfach mal so, ne? Ganz spontan. Hinterm Busch auch mal zur Sicherheit geschossen. Ja, also irgendwie hatte ich das auch ein klein wenig schlimmer in Erinnerung. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad ist und bleibt wie immer bei mir normal. Ich meine, ich würde natürlich auch höhere Schwierigkeitsgrade, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da immer 300 Mal zu sterben, dann nach meiner Aufnahme. Ich meine, nicht, dass ich jetzt sogar bedient, muss mein Kreuz hin. Geschütz! Ja, da habe ich den geschossen. Mit dem Geschütz. Also immer ganz locker. Ach, da stimmt aber noch das hier. Das vergesse ich immer mal gern. No.
Ja, vibriere, Pad, vibriere. Na, 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 na. Kennt ihr eigentlich diese ganzen Währungsdinger mit diesen hier super tollen Sparabos für ihr Handy? Mit diesen jetzt auch mit diesen Vibrationsmaker für die Frau bei vibrationsfähigen Handys, was halt so ziemlich jedes Handy ist. Ich dachte, aber das wird ja immer alberner. Ich meine, gut, wenn so ein Quatsch dann jemand macht, dann sind das eben meistens, ich sag mal auf gut Deutsch, Kinder. Einfach weil sie es nicht besser wissen. Dann aber zu sagen, das Sexting für Frauen, nee, nee, nee. Also, Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Ich meine, welche Frau wird sich freiwillig ihr Handy zwischen die Beine schieben und dann extra dafür eine App nehmen, anstatt sich, ich sag mal auf gut Deutsch, anrufen zu lassen? Wenn man das schon machen sollte. Aber da habe ich mir jetzt auch gedacht, so, ja, das wird ja immer bescheuerter. Naja, also, ne, aber was soll's, was soll's. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, habe es absolut nicht nachvollziehen können. Verstanden noch viel weniger. Aber so ist das nun mal mit diesen Jamba-Klingeltönen, Netmobile AG und wie sie nicht alle heißen. Ich meine, googelt man danach, die haben ja alle keinen besonders guten Ruf. Da ist er doch meistens auf die Unwissenheit der User zurückzuführen, ist, wie man so ein Abo kriegt. Mein Gott, also ich kenne es auf jeden Fall, viele beschweren sich, nee, was ist das denn für ein Mist hier? Nee, nee, warum habe ich das denn? Warum ist mein ganzes Geld von meiner Prepaid-Karte weg? Ja, mein Gott, das kommt davon, wenn man einfach nicht genug aufpasst. Da muss man wirklich schon ein Auge drauf halten. Was mache ich jetzt mit meinem Handy und was nicht? Aber naja, so ist es normal. Man kann sich ganz einfach dafür schützen, in Regel, im Normalfall kann man diese solche Zusatzdienstleistungen sperren lassen bei seinem Anbieter. Hab aber auch schon gehört, bei manchen kostet halt einmalig 15 Euro. Da habe ich mir auch gedacht, das sind doof für Dienstleistungen, die ich nicht mehr haben will. Sprich, die haben weniger Arbeit, mit irgendwas abrechnen zu müssen. Und dafür soll man auch noch zahlen. Aber naja. Problem ist halt, es ist meines Wissens nach, leider müssen die erstmal zulassen, bis der Kunde dem widerspricht. Aber warum das Widersprechen dann 15 Euro kosten soll, zum Beispiel jetzt, bei den meisten, wie gesagt, ist es kostenlos. Gute Arbeit, Junge. Echt gute Arbeit. Ja, danke, ich weiß. Deswegen mache ich es ja auch. Also ich konnte es da einfach noch nie so wirklich nachvollziehen, wie da ein Anbieter für Geld verlangen kann. Man sollte es natürlich nicht wegen so einem Quatsch, sag mal, auf gut Deutsch den Anbieter wechseln. Also, wenn man sonst bisher mal gut zufrieden mit dem war, dann klar, dann, mein Gott, dann ist es nun mal so. Es ist zwar wirklich nicht gerade die feine Englische, aber es ist nun mal. Zumindest bieten sie es überhaupt an, beziehungsweise müssen die ja, meine ich sogar. Wie die eigentlich heißt, jetzt Zusatzdienste, Erwachsenendienste, Drittanbieter und wie man sie nicht alle schimpft. So, wo geht es jetzt überhaupt weiter? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Tempo geballert, haben jetzt so ein bisschen mit den Handy-Abos da verquatscht. Das könnt ihr den ganzen Tag machen. Was ja eigentlich nicht so wirklich mein Ziel war. Gut, aber wie gesagt, einfach nur noch mal kurz zusammenzufassen. Falls ihr sowas definitiv niemals haben wollt, einfach bei einem Anbieter anrufen, hinmailen oder sonstige Sachen und sagen, hier, sperr mal den Quatsch, will ich nicht haben. Was eine durchaus sinnvolle Wahl auch für Eltern ist, wenn ihre Kleinen ihr erstes Handy bekommen. Und dann natürlich in der Schule so, nee, ich habe euch die und die Klingeltöne. Und dann kommt natürlich sowas auch ziemlich schnell mal zustande, weil er will auch die Klingeltöne haben. Sieht das dann im Fernsehen, sieht natürlich nicht auf den Kleingedruckten, wie, keine Ahnung, 4,99 pro Woche. Oder pro Dienst, irgendwie sowas. Ja, ist ja gut. Und dann ist es halt schnell geschehen. Also da empfehle ich wirklich jeden, macht euch da eine Sperre drauf, wenn ihr es definitiv nicht haben wollt. Hat aber natürlich auch andere Einschränkungen. Dann zum Beispiel gibt es inzwischen Parkuhren, die man ja damit füttern kann. Mit SMS zum Beispiel. Das gehört ebenfalls zu diesen sogenannten Drittanbieterdiensten. Aber ist natürlich die Frage, brauche ich das jetzt wirklich, brauche ich das nicht? Muss man einfach selbst für sich abschätzen. Wie ist deine Stelle, der man macht, dieser kleine Ghost?